Und herzlich willkommen wieder bei Fallout Shelter, mittlerweile 6. Folge. Und ihr fragt euch bestimmt, warum kam jetzt knapp 2 Wochen keine Folge? Das liegt daran, nach Fallout sich lang basiert auf was aufarbeitet. Entschuldigung. Und wir natürlich viel, viel, viel machen müssen. Und ich habe jetzt knapp 12.000, 13.000. Inzwischen habe ich Kronkorken und ich schicke jeden Tag so ein- bis zweimal die Ödländer los, hol sie dann am nächsten Tag oder 2 Tage später, je nachdem wie lange sie überleben, noch wieder zurück und baue dann nach und nach alles aus, denn jetzt sind wir mittlerweile 3 Stunden, wir haben wieder eine Quest. Ich sammle mal eben fix alles ein, das kennen wir ja, also wie gesagt, es macht immer noch extrem viel Spaß. Ich trainiere mittlerweile unten meine ganzen Leute hier. Wie ist der Sound etwas? Wenn das ganz viel ist, dann ist das echt extrem nervig. Zum Beispiel jetzt alle. Manchmal mal so, dass man wirklich 2 Tage hier unten die nicht macht, weil dann möchte man gern alle haben. Einmal so aufgepäppelt. Und ja, wie man sieht hier, ich habe schon ein bisschen aufgebaut. Ich mache jetzt ein neues System und zwar ist das immer 3. Also ein Gebäude aufzubauen mit 3, 2, 3. Und in der Mitte werden dann hier so Wissenschaftsgebäude oder Radiozentren. Und vielleicht noch die Medizin, Lager oder hier halt Wohnstuben. So, und wir sind jetzt, ich bin gerade am Ausbauen bei Stromausbau. Und ich brauche hierfür 18.000, damit ich den Atomreaktor hier ausbauen kann. Die brauche ich 13,5, da sind wir fast dran. Möchte aber halt noch ein bisschen ansparen, weil ich noch ein bisschen mehr vorhab. Jetzt checke ich mal hier unsere Leute ab. Ob irgendwas schon wieder auf Maximalstufe ist. Da, Maximalstufe. Die junge Dame darf. Also sie hat Glück und das hat sie frei. Dann kann sie schon hier rüber gehen. Den Raum. Hier hat noch keiner maximal erreicht. Jetzt haben wir da oben noch. Aber die wird jetzt nicht mehr so allzu lange die Folgen halten. Sondern dass wir gleich jetzt noch so eine 5 Minuten, 6 Minuten Folge haben. Was ja nicht viel ist. Was haben wir denn für Questen offen? Wir haben Questen offen. Schicke Bewohner ins Ödland und dies kombinieren wir mit denen hier. Unverbessert. Räume 5 Stück gibt Kronkorken. Ist auch nicht viel. Wie ihr seht, also so viel ist bei Fallout nicht mehr zu machen. Anfangs ist das sehr, sehr interessant, wenn man so reinkommt. Im Nachhinein baut man dann halt viel auf. Schaut sich das Ganze an, wie sich das entwickelt. Und es entwickelt sich sehr, sehr gut. Muss ich dazu sagen, wir haben jetzt 87 Bewohner. Das ist so gerade das Minimum, was ich auch mit Gebäuden und Essen erreichen kann. Seht ihr, ist viel, weil halt der Robo immer hier durchläuft und ich halt hier schon den Garten ausgebaut habe. Der braucht auch 18.000, also die höheren Gebäude kosten halt sehr, sehr viel in der, im Ausbau. Vielleicht werde ich dann nachher noch schaffen, dass hier ich die New Cola Abfüllung, beziehungsweise New Cola Abfüller bekomme. Der macht Essen und Trinken gleichzeitig. Das heißt wiederum für mich, ich muss komplett alles austauschen und neu aufbauen. Aber das ist ja nicht schlimm derzeitig. Letztendlich. Wettkakerlakenbefall. 1, 2. Ja, sie überlebt. 3. Okay, mit Messern, nicht mehr mit Feuer. Ging relativ schnell. Also es gibt noch Todeskrallen, die hatte ich auch schon öfters. Die Raider-Angriffe kennt man ja. Die gehen aber schnell um, da ich hier einen habe. Ich weiß gar nicht, wo der sich rumtummelt. Ich glaube ganz unten, da ist er. Ich habe einen Fatman bekommen. Gehärteter Fatman, 22 bis 25 Schaden. Ist im Ödland ein bisschen bescheiden, da der viel Raiderways braucht. Also wenn ich den losschicke, muss ich meist... wo ist es denn? Beides voll machen. Und dann kann ich den mit beiden vollen Sachen losschicken, weil der extrem viel Weatherways braucht. Und der kann auch knappen. Aber wenn ich nicht voll gebe, dann braucht er vielleicht einen ganzen Tag und dann ist Ende. Und das ist halt nicht mehr viel. Ich hätte mal gewarnt, meine CPU-Lastung für die Codierung. Immer nur Meckernissen. Ja gut, ich will aber nicht allzu lange reden. Also es werden noch die nächste Zeit dann halt noch ein paar andere Apps kommen. Ich zocke derzeit noch ein paar andere an für mich. Privat, das ist also nicht aufnehmen, damit ich mir auch den Spaß nicht daran verderbe. Und dann schaue ich mal, was sonst so kommen wird. Es werden vielleicht ab und zu noch ein, zwei kommen. No-Name-Punkte, vielleicht ein, zwei Folgen davon. Wenn es mir gefällt, vielleicht noch ein bisschen weiter. Und vielleicht sowas wie Fallout, einfach kurz ein paar Folgen, so 6, 7 Folgen, ein bisschen vorstellen.
ein bisschen erleben und vielleicht auch so diese Projekte so auf maximal 10 Folgen halten im Gesamten, außer es ist jetzt sowas wie, keine Ahnung, Planet vs. Zombies als App. Die habe ich mir auch schon angeguckt, habe ich mir auch schon runtergeladen. Werde sie mir aber anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehmen werde oder so spielen werde. Und klar, das kann man dann als Ganzes machen, dass man halt so zwei oder ein, wie viel man halt schafft, diese Länder oder diese Missionen, sag ich mal, schafft. Und wenn ich dann andere Apps finde, die ein bisschen interessanter sind, es gibt ja auch wie Clicker Heroes. Kann man vielleicht zwei, drei Folgen machen, vielleicht noch maximal 10, dass man das halt nicht so viel übertreibt und dann halt ein bisschen vorbereitet. Kurze, knappe 10 Folgen finde ich gar nicht mal so schlecht. Ist nicht mal eine ganze Stunde. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge wieder gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich. Und dann hoffentlich mit mehr und weiteren ausgebauten Gebäude. Denn ich bin sehr, sehr gespannt, wohin ich mein. Ah, der ist es nicht. Wenn ich den Typen hier seine Werte auffülle, das will ich hier aber, will ich jetzt noch machen. Der ist, schauen wir nochmal kurz. Da ist er. Also seine Werte sind jetzt immer so. Die Werte sind klar gewesen und die habe ich jetzt ein bisschen verbessert zwischendurch. Und dann will ich mal gucken, was passiert, wenn die voll sind und was sie auch dann in der Produktion machen, die ganzen. Aber nicht lang drum reden, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Wir haben jetzt knapp 7 Minuten oder kurz 7 vor 7 Minuten. Deswegen möchte ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns bis dahin, euer Flash-JP, bis Fallout 7 Folge raus ist. Und bis dahin, tschüss!